Hallo und herzlich willkommen zur Hessenschau. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir gucken heute mal, wie es mit dem Homeoffice weitergeht, wenn das Corona-Risiko immer weiter zurückgeht. Und wir haben eine schöne Geschichte im Zusammenhang mit der Berlinale. Eine Schulklasse aus Stadt Allendorf, die kommt da nämlich ganz groß raus. Erstmal geht es um Rechtsextremismusvorwürfe gegen Frankfurter Polizisten. Wieder mal, möchte man fast sagen. Eine Chatgruppe mit rechtsextremen Inhalten ist nämlich aufgeflogen. Deswegen haben Polizisten heute bei Kollegen an der Tür geklingelt. Die Wohnungen von 6 Polizisten sind durchsucht worden. Sie gehören zum Spezialeinsatzkommando, dem SEK des Polizeipräsidiums Frankfurt. 14 weitere Polizisten sollen in der Chatgruppe gewesen sein. Aufgefallen war das bei Ermittlungen gegen einen Polizisten unter Kinderpornoverdacht. Schüsse und Rettungseinsatz hinter der Feuerwache 1. Ein fiktiver Terrorangriff mitten in Frankfurt. Und die Elitetruppe der Frankfurter Polizei ist der Retter in der Not. Innenminister Beuth schaut bei der SEK-Übung zu. Heute braucht die SEK selber einen Retter und der Minister mag sich nicht zu dem Thema vor der Kamera äußern. Denn 20 Mitglieder des Spezialeinsatzkommandos in Frankfurt stehen unter Rechtsextremismusverdacht. In Chatgruppen sollen sie volksverhetzende Inhalte und nationalsozialistische Bilder ausgetauscht haben. Der Verdacht wiegt so schwer, dass der Frankfurter Polizeipräsident Mühe zu haben scheint, die Fassung zu bewahren. Ich erwarte von allen Angehörigen des Polizeipräsidiums, dass sie jederzeit in Übereinstimmung mit ihren eigenen Werten und Überzeugungen für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten. Bei einem Verdacht von Fehlverhalten ist es daher zwingend geboten, frühzeitig einzuschreiten. Unter den Beschuldigten sind auch 3 Führungskräfte. Sie wussten Bescheid, heißt es, und hätten offenbar nichts unternommen. Der Fall wühlt das gesamte Präsidium auf, denn dass fast eine ganze Abteilung den Beruf aktuell nicht ausüben darf, gab es hier noch nie. Heute nun Razzien gegen 6 Polizisten. Die heutigen Maßnahmen und diese unmittelbaren Konsequenzen führen auch dazu, dass das SEK Frankfurt in den nächsten Tagen umgruppiert und neu organisiert werden muss. Ausgelöst wurden die Ermittlungen von Mainzer Behörden, weil sie einen Ex-SEK-Mann wegen Verbreitung von Kinderpornografie im Visier hatten. Sie entdeckten Chatgruppen. Die AfD sagt, nun dürfe man die Polizei nicht unter Generalverdacht stellen. Dass man darüber nachdenkt, ob es strukturelle Probleme geben könnte, das ist legitim. Aber da sage ich noch mal in aller Deutlichkeit, das sehe ich momentan nicht. Nichtsdestotrotz sollten die Ermittlungsarbeiten auch dahingehend, das zu überprüfen. Datenabfragen in Polizeicomputern bei den NSU 2.0 Drohbriefen. Wie bei Reichsbürgern umgedrehte Fahnen vor einer Polizeistation. Immer wieder rechtsextreme Chats. Zu viele solcher radikalen Fälle bei der Polizei, so die SPD. Es sei beschämend, dass wieder nur der Zufall zu diesen Ermittlungen führte. Es muss eine Führungskultur innerhalb der hessischen Polizei geben, wo so etwas frühzeitig auffällt und wo ein Klima herrscht, in dem man auch Auffälligkeiten benennen kann. Weil das dient dem Schutz aller anderen 99% aller Polizeikräfte, die eine wunderbare Arbeit machen. Der Innenminister reagiert heute nur schriftlich und kündigt an: Angesichts der Vorwurfslage steht für mich schon jetzt, unabhängig vom Ausgang der strafrechtlichen Ermittlungen, fest, dass keiner dieser beschuldigten Personen mehr für eine hessische Spezialeinheit tätig werden wird. Wo es rechtlich möglich sei, werde das Land die Polizisten auch ganz aus dem Polizeidienst entfernen. Und wir sprechen mit Raphael Bär. Er war lange in Frankfurt, ist mittlerweile Professor für Polizeiwissenschaften an der Akademie der Polizei in Hamburg. Dort lehrt er Kriminologie und Soziologie. Herr Bär, wie kommt es zu solchen rechtsextremen Tendenzen bei der Polizei? Ganz genau wissen wir das noch nicht. Wir haben eine starke Vermutung, dass es eine Mischung ist zwischen persönlicher Anlage, späteren beruflichen Tätigkeiten, also in der Praxis, die oft ja eine schwere Praxis ist, mit Bildern, mit Erfahrungen, die schwer auszuhalten sind. Wenn das nicht weiter begleitet und gut sozusagen auch geführt wird als von Führungskräften, dann kann es zu solchen Entgleisungen kommen, die übrigens nur ein Ausschnitt sind. Es kann genauso zu Sexismus, zu anderen Formen, Alkoholismus. Das sind sozusagen Formen des abweichenden Verhaltens. Und diese Chatgruppen, die ja eine eher
sagen wir mal, rechtsextreme Neigung zeigen, gehören als Ausschnitt auch dazu. Ich selbst habe die Polizei auch im privaten Rahmen immer als sehr freundlich und sehr korrekt erlebt. Aber wenn ich jetzt eine Einwanderungsgeschichte hätte, dann würde ich mir, glaube ich, schon Sorgen machen, ob ich bei der nächsten Kontrolle auch korrekt behandelt werde. Wie verbreitet sind denn solche Tendenzen bei der Polizei? Naja, da muss man genauer unterscheiden. Einmal, was wir jetzt haben, sind rechtsextreme Chats. Das sind Haltungen, das sind Einstellungen von mir aus. Das sind Ideologien, ja, das sind Sprüche, die gemacht werden. Das andere, was Sie befürchten oder was Sie jetzt ins Spiel bringen, sind tatsächlich rassistisch motivierte Kontrollen, also Diskriminierungshandlungen. Und das ist kein notwendiges Zusammenspiel zwischen beidem. Also zwischen Haltungen und Handlungen muss man nochmal unterscheiden, aber sehr wohl haben alle, die im Bereich von Minderheiten gehören, jetzt berechtigt Sorge, dass sich ein Klima verbreitet, in dem es einfach nicht mehr schlimm ist, Racial Profiling zu betreiben, weil man es kann. Berechtigt, Herr Bär, wie verbreitet sind denn solche Haltungen? Oder ist das aus Ihrer Sicht nur eine ganz kleine Minderheit? Also ich würde überhaupt nicht von Personen sprechen, von kleinen Minderheiten und großen Mehrheiten, die wunderbare Dienste machen. Jeder Polizist und jede Polizistin kann gerade in Frankfurt, gerade in Metropolregionen in Situationen geraten, in denen er oder sie das Gewissen beschädigt, Dinge tut, die er sonst nicht getan hätte. Vielleicht auch in einem Prozess der Radikalisierung ist, des rigiden Denkens. Also ich mache es nicht an Personen fest und es ist auch, glaube ich, nicht die Frage der Stunde, zu sagen, wir haben 5 oder 17 oder 37 Rassisten in der Polizei. Nein, jeder Rassist ist natürlich eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin als junger migrantischer Mann unterwegs, muss ich mich tatsächlich jetzt mehr sorgen als zu früheren Zeiten, wobei wir keine Ahnung haben, also keine Daten dazu haben, ob es tatsächlich mehr Rechtsextremismus und Rassismus in der Polizei gibt als früher. Das muss noch festgestellt werden. Jetzt ist ja Hessen wiederholt aufgefallen. Gibt es solche Tendenzen bei uns in Hessen häufiger als in anderen Bundesländern? Dafür haben wir keine gesicherte Erkenntnis. Meine These ist, dass es nicht häufiger vorkommt, sondern dass es hier zu einer stärkeren Verschiebung aus dem sogenannten Dunkelfeld, also wo die Sachen informell geregelt werden, ins Hellfeld kommt. Jetzt werden die Sachen öfter öffentlich. Man muss sich ja auch fragen bei dem jetzigen Fall, was ist da passiert 2019? Also warum gibt es diese Chatgruppen nur bis 2019? Was war da? Ich vermute, dass irgendjemand hingeschaut hat und gesagt, ich ziehe dir die Löffel lang, wenn es so weitergeht, fliegst du raus. Ja? Und dann ist das informell wahrscheinlich geregelt worden und nie in die Öffentlichkeit gegangen. Das ist eine Hypothese, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das könnte ich mir vorstellen. Und so werden viele Dinge in der Polizei unter dem Deckel der Öffentlichkeit geregelt, also informell. Und dann erscheint das nirgendwo. Und ich glaube, es gibt Bundesländer, die können das besser. Und es gibt solche Polizeien, die können es nicht so gut. Und deswegen ist Hessen etwas mehr im Fokus. Dann nehmen wir das mal als gutes Zeichen, dass es gelungen ist, das aufzudecken. Vielen Dank, Raphael Bär von der Polizeiakademie Hamburg. Sehr gern. Wir kommen zu den aktuellen Corona-Zahlen in den Nachrichten mit Marcel Wagner heute. Ja, aktuell hat das Robert-Koch-Institut RKI 287 weitere Corona-Infizierte in Hessen gemeldet. 3 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die hessenweite 7-Tage-Inzidenz sinkt auf 23,8. Damit hat das RKI in den vergangenen 7 Tagen 1.496 Neuinfizierte mit dem Coronavirus in Hessen registriert. Das sind 1.503 weniger als in den 7 Tagen davor. Mindestens einmal geimpft sind jetzt 46,13% der Menschen bei uns in Hessen. Ja, und das hängt mit Corona zusammen beim Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV. Da sind die Fahrgastzahlen eingebrochen. Im vergangenen Jahr ging es runter von 808 Millionen auf 524 Millionen. Das hat der RMV jetzt bekannt gegeben und gleichzeitig angekündigt, die Preise zum Jahreswechsel zu erhöhen, durchschnittlich um 1,5%. Die Corona-Pandemie hat die Ausbildung in die Krise gestürzt. Deswegen hat Wirtschaftsminister Al-Wazir heute in Wiesbaden eine neue Werbekampagne für die duale Berufsausbildung vorgestellt. Mit dabei 2 Jugendliche der Firma Danceply aus Bensheim. Vanessa und Yannick sind im 3. Lehrjahr Ausbildung als Mechatroniker. Für sie ein Traumjob, doch für viele Jugendliche kommt eine Ausbildung nicht mehr in Frage. Mit ihren YouTube-Videos wollen sie andere Jugendliche überzeugen, dass eine Berufsausbildung eine gute Wahl ist. Wenn man studiert, bildet man sich weiter und dadurch kann man natürlich auch auf höhere Post kommen, mit denen man auch mehr verdienen kann. Aber wir haben ja auch, wenn wir normal eine Ausbildung machen und hier anfangen zu arbeiten, kein schlechtes Einstiegsgehalt. Und da haben wir uns dann beide engagiert und haben gesagt, okay, machen wir mit.
Weil einfach auch den jungen Menschen so 8., 9., 10. Klasse zu zeigen, okay, das machen wir eigentlich. Ihr YouTube-Video wurde bislang 40.000 Mal angeschaut. Beide waren heute dabei, als Wirtschaftsminister Al-Wazir die neue Kampagne vorgestellt hat. Wir müssen natürlich dafür werben, dass gerade in so unsicheren Zeiten wie momentan, wo man keine Betriebspraktika machen kann, wo man nicht vor Ort gehen kann, wo es keine Berufsorientierungsmessen oder Ähnliches gibt, dass wir die jungen Leute jetzt da erreichen, wo sie sind. Und sie sind im Internet, sie sind auf den sozialen Medien und genau da müssen wir hin. Und eine Berufsausbildung sei immer noch die beste Versicherung gegen Arbeitslosigkeit. Vanessa und Yannick sind von ihrer Ausbildung voll überzeugt und wollen ihre Begeisterung gerne teilen. Das Bild hier sagt eigentlich alles. Homeoffice kann Fluch und Segen zugleich sein. Und ob man sich damit gut fühlt, das hängt von vielen Faktoren ab. Sitzt man im Wohnzimmer oder in einem separaten Büro? Wie viele Kinder turnen um einen rum? Hat man einen eigenen Koch? So Sachen halt. Wir haben uns mal umgehört. Einige Kollegen beschweren sich, weil ihnen der Augenkontakt fehlt und der Austausch und Kaffee gemeinsam und sonst was. Aber mir fehlt es nicht so. Nach der Pandemie werde ich auch im Homeoffice sein. Und zwar, weil ich einen Vertrag habe, nur mit Homeoffice. Was absolut passend ist, weil man in der Mittagspause rausgehen kann. Ja? Man hat kürzere Arbeitswege. Also es wird nicht komplett bleiben. Es wird auch wieder zurück ins Office gehen, weil gewisse Dinge sind einfach erforderlich oder für gewisse Projekte ist es wichtig, dass man sich sieht. Aber ich denke, es wird mehr Flexibilität geben, ja. Ich habe eine Rolle, die ist europaweit und ich habe viel mehr mit meinen Kollegen jetzt zu tun gehabt und die gesehen durch diese Videokonferenzen als vorher. Also es hat auch seine Vorteile. Bei den Unternehmen, bei den Chefs, da gibt es solche und solche. Es gibt richtige Fans, Skeptiker und Gegner. Die einen sehen die Kosteneinsparungen für Büroräume, die anderen fürchten weniger Effektivität und auch Kontrollverlust. Darüber sprechen wir gleich mit einem Experten. Jetzt wird das Corona-Risiko immer weniger. Deswegen haben wir mal geschaut, wie es wohl weitergeht mit dem Homeoffice. Your Excellency, you have... can you hear me now? Yes, yes, we can hear you. Okay. Am Anfang der Pandemie hatten wohl viele mit so einigen Sachen, was die Umstellung auf Videokonferenz und Homeoffice angeht, nicht gerechnet. Was kleine Pannen angeht, sind viele mittlerweile lockerer geworden. Doch wie wird das Arbeiten nach der Pandemie aussehen? Für diejenigen, die nicht in der Produktion arbeiten, wird es wohl Homeoffice-Angebote geben. So wie hier in diesem Betrieb für Elektroprodukte in Heppenheim. 2 Tage pro Woche werden die Mitarbeitenden auch nach der Pandemie von zu Hause aus arbeiten können. Es wurde auch sehr positiv aufgenommen und es entsprach auch dem, was sich die Mitarbeiter gewünscht haben. Also es war, ja, ich möchte schon auch noch meine Kollegen sehen, aber manchmal genieße ich das einfach zu Hause, konzentriert, alleine meiner Arbeit nachzugehen und eben eine gute Chance, auch Dinge strukturiert abarbeiten zu können, ohne Fragen über den Tisch. Das Arbeiten nach der Pandemie wird anders. Auch der Hessische Unternehmerverband ist auf Wandel eingestellt. Hier ist der Geist aus der Flasche. Man hat in der Corona-Pandemie gesehen, dass vieles virtuell auch geht. Und jetzt gilt es darum, die richtige Balance, die richtige Dosage zu finden, sodass man ein attraktiver Arbeitgeber ist, aber auch besser seine Produkte und Dienstleistungen herstellt, um sich am Markt durchzusetzen. Homeoffice, schön und gut. Doch Verdi fordert klare Regeln. Verdi setzt sich dafür ein, dass die Arbeit, wenn sie denn nicht im Büro gemacht wird oder nicht in der Arbeitsstelle gemacht wird, dass sie reguliert wird. So, dass auf die Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen geachtet wird. Und dazu gehört eben eine Regelung, die Arbeitszeit zu regulieren, so Beginn und Ende festzulegen, zumindest Pausen festzulegen, wann man denn nicht das Laptop anmacht, wenn man nicht an sein Handy geht. Rechtliche Regulierungen also, wie sie schließlich auch für den Arbeitsplatz im Büro gelten. Hier bei dem Elektrotechnikhersteller in Heppenheim ist eines klar. Also in dem Moment, wo man natürlich sagt, die Mitarbeiter müssen ins Homeoffice, muss man auch sicherstellen, dass die eben dort auch wirklich arbeiten können und dass ihnen dort auch alles zur Verfügung steht, um zu arbeiten. Wir haben zum Beispiel eine Online-Telefonie eingerichtet. Wir haben verstärkt eben auf Laptops umgestellt. Wir
haben, wie gesagt, durch diese Vereinbarung zum mobilen Arbeiten auch Rahmenbedingungen festgelegt, wie zum Beispiel daran erinnert, Homeoffice heißt nicht, dass man keine Pausen machen soll. Homeoffice heißt nicht, dass man länger arbeiten soll, sondern man muss trotzdem sich so verhalten, wie man sich eben auch bei der Arbeit verhalten würde, auch zum Schutz der Mitarbeiter natürlich. Homeoffice wird wohl auch in Zukunft Teil des Arbeits- und auch des Familienlebens bleiben. Und wir sprechen mit Christian Rieks. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und Professor an der Frankfurter University of Applied Sciences. Jetzt, was, Sie haben eben, wollten Sie was korrigieren? Nein, ist alles okay. Also ich heiße Rieck ohne das S. Rieck, Entschuldigung, das ist da reingeraten. Also, Herr Rieck. Viele Kritiker fürchten, dass die Produktivität nicht so sein könnte im Homeoffice. Welche Erkenntnisse gibt es dazu? Also es gibt tatsächlich Erkenntnisse. Es gibt eine große Studie angelegt, jetzt direkt nach Corona. Da hat sich erstmal gezeigt, tatsächlich ist die Produktivität etwas zurückgegangen. Das hängt aber zum einen sehr stark davon ab, welche Art von Tätigkeit das eigentlich ist. Und zum anderen liegt es im Augenblick einfach daran, dass es so eine Art Übergang ist und die Leute einfach noch nicht richtig ausgestattet sind zu Hause. Also können wir davon ausgehen, dass wenn die richtig ausgestattet sind, es Tätigkeiten gibt, die man sehr gut parallelisieren kann, also wo man nicht mit den anderen in Kontakt steht. Und die kann man zu Hause praktisch genauso produktiv machen, wie wenn man ins Büro gegangen wäre. Jetzt haben ja viele das Problem, dass sie, selbst wenn sie vielleicht ein eigenes Haus haben, wenn sie das mit 2, 3 Kindern bewohnen, dann, und 2 Menschen sind im Homeoffice, Vater und Mutter, dann haben die trotzdem kein eigenes Büro. Dann sitzt der eine vielleicht im Schlafzimmer, der andere im Wohnzimmer. Wie wird sich das weiterentwickeln? Was glauben Sie? Weil so kann man das auf Dauer nicht durchhalten. Das ist so das, was ich von einigen Freunden schon gehört habe. Ja, das kennen wir im Augenblick alle, nicht? Dass diese Hintergrundbilder da sind, wo man dann, weiß ich, alles Mögliche sieht. Ich glaube, dass auch das eher eine Übergangssache ist. Also im Augenblick sind wir ja nicht darauf eingestellt. Wir haben uns Wohnungen und Wohnraum beschafft, der eigentlich keinen Homeoffice vorsieht. Mal angenommen, das würde jetzt über 10 oder 20 Jahre so bleiben, dann würden wir das natürlich ändern. Das heißt, dann würden wir einfach ganz einfach anderen Wohnraum haben, würden dafür sorgen, dass wir von zu Hause auch wirklich ungestört arbeiten können und vielleicht sogar jeder dann sein eigenes Arbeitszimmer oder zumindest die Ecke im Arbeitszimmer hat. Also das ist, glaube ich, nur eine Frage der Zeit. Ist es denkbar tatsächlich, dass die Arbeitgeber mir dann eine größere Wohnung bzw. den Anteil für das Büro, das ich habe, tatsächlich dazu zahlen? Davon gehe ich auf jeden Fall aus. Also es bilden sich immer Marktpreise am Ende. Und im Augenblick hat man ja auch einen möglichen Verhandlungsspielraum, weiß ich, was Firmenwagen und sowas angeht. Ja, da bin ich mir relativ sicher, Firmenwagen werden einfach weniger werden, vielleicht auch, weil dann weniger gependelt wird. Und natürlich werden Arbeitnehmer dann ganz einfach in Gehaltsverhandlungen auch sagen, ja, wenn ich nicht immer im Office bin, dann brauche ich natürlich einen entsprechenden Raum zu Hause. Und da wird garantiert irgend so ein Mittelweg gefunden, dass man zum Teil was dann vom Arbeitgeber dafür bekommt. Also sollte mich sehr wundern, wenn das anders wäre. Das wären bestimmt noch spannende Verhandlungen mit den Gewerkschaften werden. Schauen wir noch mal auf die Führungskräfte. Die sind ja auch anders gefordert. Ich muss ja, wenn ich die Mitarbeiter nicht so nah an mir dran habe, muss ich ja vielleicht auch anders die Arbeit verteilen, als ich das vorher gemacht habe. Ja, in der Tat. Also Führungskräfte, die sind im Augenblick natürlich eine bestimmte Art gewohnt zu arbeiten, dass man sozusagen hemdsärmlich mal so guckt, was heute denn so läuft und die Leute sind immer da, man kann direkt darauf zugreifen. Das ist klar, da muss man natürlich plötzlich viel stärker planen, muss den Arbeitstag vorher sozusagen schon durchstrukturiert haben, auch als Führungskraft. Das wird aber sowieso in die Richtung gehen. Sie müssen sich angucken, es gibt ja immer mehr so verteiltes Arbeiten, auch dass man ganz einfach irgendwie Leute in anderen Ländern sogar beauftragt. Und diese Arbeitstechniken, die werden sich natürlich durchziehen, das werden die Führungskräfte auch lernen. Christian Rieck von der Frankfurt University of Applied Sciences. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Danke Ihnen. Vor rund einer Stunde ist der Deutsche Kita-Preis vergeben worden. Das ist eine Auszeichnung unter anderem vom Bundesfamilienministerium für besonderes Engagement in Kindergärten. Es gibt sogar ein Preisgeld dafür. Und darüber freut sich ein Kindergarten in Gießen. Wir waren vorausschauend gestern schon da. Sie können sich freuen in der AWO-Kita Marschallstraße in Gießen. Von 1200 Kitas bundesweit wurden sie unter die besten 5 gewählt. Gehofft haben hier alle, aber damit gerechnet? Nein, denn die Gießener Kita ist ganz klein. Nur 31 Kinder kommen hierher. Das Besondere aber, sie kommen aus mehr als 10 verschiedenen Nationen. Wir lieben es eigentlich, hier in einer, sage ich mal, multikulturellen Kita zu arbeiten, in dem wir aus verschiedensten Kulturen Familien hier haben, aus verschiedensten sozialen Schichten. Und es ist ein ganz tolles Miteinander. Also alle profitieren von allen.
Kinder aus so vielen verschiedenen Kulturen, das bringt auch Herausforderungen mit sich, zum Beispiel Sprachbarrieren. Aber hier waren die Erzieher der Kita Marschallstraße kreativ. Sie nutzen sogenannte gebärdenunterstützte Kommunikation, die helfen soll, Deutsch einfacher zu lernen, auch beim gemeinsamen Singen. Was müssen das für Bäume sein, wo die großen Elefanten spazieren gehen? Die Gebärdensprache ist insofern wichtig, weil vieles nonverbal abläuft. Viele Kinder, die die deutsche Sprache nicht gut verstehen, verstehen die Gebärden eher. Und wenn man dann diese Gebärden benutzt, kann man sich auch mit Kindern, die die deutsche Sprache nicht gut verstehen, besser verständigen. Es ist viel einfacher. Die gebärdenunterstützte Kommunikation, ein Grund für die gute Platzierung beim Deutschen Kita-Preis. Dazu kommt noch das Konzept der digitalen Kita. Wir haben begonnen, mit den Erzieherinnen und Erziehern mit Tablets und auch mit den Eltern und auch mit den Kindern zu agieren und versuchen darüber im Prinzip das abzubilden, was eigentlich die Lebenswirklichkeit ja schon ist. Wir erkennen, dass die Kinder im Prinzip schon mit den digitalen Medien aufwachsen und wir überführen es jetzt auch in den Kita-Alltag. Adrian und Hala zum Beispiel haben ihren ersten Stopptrickfilm produziert, alleine mit dem Tablet, und sind darauf natürlich mächtig stolz. Das sieht dann so aus, als hat das Tier Füße und kann nicht laufen. Die AWO Kita Marschallstraße gewinnt beim Deutschen Kita-Preis 10.000 Euro. Davon wollen sie ein kleines Grundstück in Gießen mit einem Bauwagen kaufen. Für alle AWO-Kinder in der Stadt. Um diesen Zusammenhalt in Gießen noch zu stärken. Die Liga der Wohlfahrtspflege, zu der gehören mehrere soziale Organisationen wie auch die Arbeiterwohlfahrt. Die fordert mehr Unterstützung vom Land. Nochmal Nachrichten mit Marcel. Andreas, konkret geht es dabei um Unterstützung für Menschen, die besonders große Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche haben. Flüchtlinge, Strafentlassene, Suchtkranke oder auch Menschen, die vorher zum Beispiel in Frauenhäusern gewohnt haben. Mit einem Landesprogramm sollten flächendeckende Wohnraumhilfen etabliert werden. Das sind gemeinnützige Organisationen, die als Zwischenmieter fungieren und so Betroffenen zu Wohnraum verhelfen. Auf der Bahnstrecke zwischen Gießen und Friedberg ist gestern Abend ein Regionalzug mit einem Baum zusammengestoßen. Der Baum war vorher abgeknickt und auf die Oberleitung gestürzt. Durch den Zusammenstoß ist die Frontscheibe der Fahrerkabine schwer beschädigt worden. Laut Feuerwehr blieb der Lokführer aber unverletzt und auch die 56 Fahrgäste sind mit dem Schrecken davongekommen. Sie wurden mit einem Bus weitertransportiert. Die Kollision hatte noch bis zum Morgen Auswirkungen auf den Bahnverkehr zwischen Gießen und Friedberg, denn die Strecke war an der Unfallstelle nur eingleisig befahrbar. Rund eine Woche nach dem überraschenden Abschied von Lilientrainer Markus Anfang ist klar, wer Darmstadt 98 in Zukunft trainiert. Thorsten Lieberknecht wird neuer Cheftrainer. Sein Vertrag läuft 2 Jahre. Lieberknecht war zuletzt beim Drittligisten MSV Duisburg und davor lange bei Eintracht Braunschweig. 10 Meter weiter und es hätte eine Katastrophe gegeben, denn in der Nacht hat ein Lastwagen an einer Tankstelle auf der A7 bei Bad Hersfeld Feuer gefangen. Der Fahrer hat an der Raststätte Neuensteinauer Brandgeruch bemerkt und ist dann noch an der Tankstelle vorbeigefahren, gerade weit genug entfernt von einem Gastank. Als die Feuerwehr dort angekommen ist, haben LKW und Ladung schon komplett gebrannt. Verletzt wurde niemand, der Schaden rund 100.000 Euro. Brandursache war laut Feuerwehr ein technischer Defekt am Motor des Lastwagens. Und soweit die Nachrichten. Wir freuen uns jetzt, Andreas, über einen Preis. Ja, einmal den großen Auftritt haben auf der Leinwand. Davon träumen viele. Eine Schulklasse aus Stadt Allendorf, die hat das geschafft. Man könnte sagen, sogar mit Auszeichnung. Denn der Dokumentarfilm Herr Bachmann und seine Klasse, in dem sie zu sehen sind, der hat bei der Berlinale, die heute startet, den Silbernen Bären gewonnen. Ich sage dir, als Erwachsener, die Ilknur hat nicht, ist nicht schuld dran, dass sie im Moment so schlecht ist in der Schule. Doch. Verstehst du das? Verstehst du nicht? Nee, ich will nicht drüber reden. Aber es ist einfach Meinung. So, sie hat Probleme und deswegen ist sie schlecht. Und du bist mit ihr befreundet seit Jahren. Könntest du ihr doch mal helfen? Was ist denn da schlimm dran, mit ihr Vokabeln zu lernen? Ein Jahr lang war die Kamera dabei in der 6. Klasse von Dieter Bachmann, Förderstufenlehrer an einer Gesamtschule im nordhessischen Stadt Allendorf. In einer Klasse mit vielen verschiedenen Nationalitäten und Herausforderungen und Lehrer Bachmann mittendrin auf der Suche nach dem Potenzial der Schülerinnen und Schüler. 5., 6. Klasse, das sind ja fast noch Grundschüler, wenn sie in der 5 ankommen. Die sind noch sehr offen und sehr kindlich. Und die sind noch nicht so fertig geprägt in ihren Vorurteilen, in ihren Normen und Werten.
Vor 4 Jahren wurde gefilmt. Thea und Eamon waren damals in der 6. Klasse von Herrn Bachmann. Heute stehen beide kurz vor dem Wechsel aufs Gymnasium. An Lehrer Bachmann und seine unkonventionelle Arbeit können sie sich noch gut erinnern. Er war lieb und cool, aber er war gleichzeitig auch ein Ticken streng. Also er hat nicht mit sich spielen lassen, sage ich mal. Er hat uns die Möglichkeit gegeben, unser Spaß zu haben, aber wenn wir es dann ein bisschen übertrieben haben oder über der Grenze waren, dann wusste er auch wieder, wie man uns wieder an die Leine kriegt, sage ich mal. Er hat sehr oft den Unterricht locker gestaltet und so dass wir Musik machen oder so, dass wir das lernen, was wir im Moment möchten, woran wir interessiert sind. Musik geht immer. Wenn die Konzentration in der Klasse nachlässt, greift der Pauker zur Klampfe. Das Klassenziel darf er trotzdem nicht aus dem Blick verlieren. Ein ziemlicher Spagat. Das hat auch Önder Çavda als Referendar in Bachmanns Klasse erlebt. Denn am Ende bekommen alle Noten für ihre Leistungen in Mathe, Deutsch oder Englisch. Und dann noch diese verschiedenen Kinder aus aller Welt, die unterschiedliche Probleme mit sich bringen. Und das zu vereinen, das ist ja schon eine enorme Herausforderung. Und das ist auch nicht leicht. Das wird im Film auch nicht so deutlich. Das ist auch immer sehr anstrengend. Herr Bachmann hat da auch ordentlich geschwitzt. Das war harte Arbeit. Du darfst kein hohler Baum sein. Die Schüler brauchen Anlehnung. Die brauchen Sicherheit, dass sie sich darauf verlassen kann, dass der Lehrer interveniert. Wenn Schüler A, Schüler B unangemeldet in der Nase bohrt, die dann anfängt zu bluten, da muss der Lehrer ziemlich deutlich und klar reingehen. Und die Schüler müssen sich darauf verlassen können, dass diese Dinge nicht einfach passieren. Du könntest dir auch vorstellen, einen Idioten zu lieben. Nein. Zum Beispiel ein Idiot wie Genghis, das geht nicht. Das ist eine Beleidigung. Ich schmeiß dich gleich raus. Nein, aber ich schlug nicht, er ist ein Idiot. Ich möchte nicht solche Beleidigungen hier haben. Aber ich habe er nicht beleidigt. Ja, du guckst ihn auch. Ich habe dich jetzt nicht rausgeschmissen, weil du ihn dabei sehr liebevoll anschaust. Ne? Also. Seit einem Jahr ist Lehrer Bachmann übrigens im Ruhestand, den er unruhig gestaltet. Jetzt komponiert er Lieder und arbeitet als Bildhauer. Der Abschied von seinen Schülern, sagt er, ist ihm sehr schwer gefallen. Das glaube ich. Herr Bachmann und seine Klasse. Ich glaube, der könnte Spaß machen, Marcel, oder? Also scheint auf jeden Fall so. Ich glaube, es ist ein guter Film. So ein bisschen so ein Feuerzangenbowl-Lehrer. Der hat so eine gute Stimmung, ne? Tschüss, bis morgen. Bis morgen. Schönen Abend.